Hi Leute, ich freue mich, dass ich euch mal wieder begrüßen darf zu einem Whisky-Tasting. Ihr seht, ich bin jetzt schon in meiner neuen Bar unten im Keller. Die ist aber noch nicht ganz fertig, deswegen mache ich jetzt trotzdem erstmal ein Whisky-Tasting, bevor ich euch dann mal alles hier unten zeige. Und der heutige Whisky ist der Singleton of Dufftown von der Dufftown Brennerei, benannt nach der gleichnamigen Stadt, in der sie auch liegt. Und zwar hier der 12-Jährige. Der hat jetzt die Besonderheit, der ist in amerikanischen Eichenfässern gereift und in europäischer Eiche, also Sherryfässer. Und die Flasche, die sticht schon so ein bisschen heraus. Ziemlich bauchig flach, grün eingefärbt. Das Etikett ist extra so entworfen worden von den Werbeleuten, dass die Flasche so aussieht, als ob sie aus dem 19. Jahrhundert stammt. Also die könnte auch locker mal so im Saloon da so stehen, finde ich. Und warum dieser Malt jetzt Singleton heißt, ist auch ganz einfach. Der Whisky ist an Einsteiger gerichtet und dieses Singleton of Dufftown soll jetzt dem Einsteiger helfen, der vielleicht noch gar nicht Erfahrung mit Whisky gemacht hat, soll dem helfen, diese Flasche jetzt als Single Malt zu identifizieren durch diesen Zusatz Singleton of Dufftown. Ja, 40 Volumenprozente, gefärbt und kühl gefiltert. Und hier unten schreiben sie nochmal perfekt ausbalanciert, natürlich, reich und weich. Ja. Bin schon gespannt. Ich werde neben dem 12-Jährigen auch noch den Spey Cascade probieren. Das ist allerdings eine Abfüllung, die kein Alter trägt. Und der hier hat, wie gesagt, 12 Jahre. Und dann wollen wir mal gucken. Ja, ich finde, der hat ein sehr eigenes Aroma, sag ich mal so. Süßlich, fruchtig, so ein bisschen Zitrusfrüchte. Und dann auch so eine Würzigkeit, die jetzt hingeht zu so Haselnuss. Und den Sherry merkt man auf jeden Fall auch. Es ist allerdings nicht so eine Sherry fruchtige Süße, wie man sonst eigentlich so kennt. Sondern es ist eher so eine, ja, Würzigkeit. Mit so ein bisschen Muff dabei. Ein bisschen Eiche deutet sich an. Alkohol ist eigentlich kaum zu spüren. Ja, und jetzt noch so ein bisschen angedeutete Feige. Im Geschmack deutlich besser als in der Nase für mich. Eine sehr malzig-süße Note. Sehr, sehr süß. Ich finde, man hätte ihm ein bisschen mehr geben können als diese 40 Volumenprozente, weil er ist wirklich sehr, sehr weich im Mund. Fast schon einen Tick wässrig, aber noch alles im grünen Bereich. Ja, und neben dieser Süße hat man eine leichte Würze auf der Zunge, aber wirklich nur leicht. Leichte Sherry-Noten hat man. Und im Abgang merkt man so ein bisschen die europäische Eiche mit dieser etwas bitteren Würzigkeit.
Aber im Geschmack überwiegt auf jeden Fall diese süße, malzig-süße, leicht fruchtige Note. Ja, also wirklich ein Whisky, der auf jeden Fall für Einsteiger gut geeignet ist. Ziemlich süffig. Ja, sehr weich und seidig. Jetzt wieder ein bisschen Würze. Und jetzt beim zweiten Mal auch diese Nussigkeit in der Nase, die findet sich jetzt auch wieder im Geschmack wieder. Ja, kann man sich dran gewöhnen. Und jetzt auch immer wieder in der Nase diese Süße, teilweise auch Malzigkeit, bisschen Frucht, Zitrus, bisschen guten Willen auch so ein paar Orangen. Ja, Orangen doch. Ja, für ungefähr 30 Euro kann man da wenig falsch machen. Also es ist ein wirklich sehr angenehmer Single Malt. Ja, der sich zu Recht an die Einsteiger richtet, weil er sehr angenehm und weich im Geschmack ist. Lässt sich gut genießen. Ja, dann danke ich euch wie immer fürs Zusehen. Und bald, wenn jetzt wirklich alles final fertig ist, kommt einmal der Rundumschlag und ihr seht einmal die komplette Bar. Ja, und bis dahin sage ich Tschüss.